Es ist kaum zu glauben, ein Video aus dem US-Bundesstaat Wisconsin zeigt, wie ein Reh hektisch durch ein Nudelrestaurant läuft und die Kunden flüchten. Die Aufnahme vom 24. Oktober zeigen das wilde Tier, wie es erst durch das Fenster springt und dann panisch durch das Restaurant schießt. Auf der Überwachungskamera, die den Vordereingang des Restaurants filmt, ist das Reh zu sehen, wie es an den Tischen vorbeizieht. Die Kunden springen zur Seite und flüchten vor dem Reh. Anschließend läuft das Tier in die Küche und schließlich durch die Hintertür wieder hinaus. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt, sodass Mitarbeiter und Kunden nur mit einem Schock zurückbleiben. Diese Mittagspause wird aber allen Beteiligten im Gedächtnis bleiben.